Das Wetter sorgte in den vergangenen Wochen für zahlreiche Spielabsagen. Betroffen davon ist auch Turbines Zweitligateam. Nach der Partie gegen Lok Leipzig am vergangenen Sonntag wurde heute auch das Spiel bei den Nachbarn vom Blau-Weiß-Hohen Neuendorf abgesagt. Bei den Turbinen steigt die Ungeduld, denn sie sind für die Rückrunde gut vorbereitet. Trainer Thomas Kandler berichtet. Ja, also bei uns waren, muss ich sagen, Trainingsbedingungen waren ein bisschen schwierig. Da wir halt keinen Kunstrasen hatten dieses Jahr im Winter, war es ein bisschen schwierig, die Vorbereitungen zu gestalten, durchzuführen. Mussten wir oft ausweichen auf Laufeinheiten, ähnliche Geschichten, und dadurch war es ein bisschen schwierig. Aber ich denke, trotzdem haben wir sehr gute Testspiele abgeliefert. Einige waren nicht ganz so zufriedenstellend, aber insgesamt denke ich, war das ganz okay. Wir haben 6 Spiele insgesamt gehabt, das war auch wichtig, dass wir jetzt immer jedes Wochenende gespielt haben, ein bisschen im Rhythmus geblieben sind. Die aktuelle Personalsituation sieht gut aus. Also aktuell nicht, haben wir auch keine Verletzten, keine Kranken. Das war die anderen Wochen nicht ganz so. Da sind doch die eine oder andere mal durch Krankheit ausgefallen. Aber im Moment sind alle fit und ich hoffe, das bleibt auch so. Dauerhaft verzichten muss die Mannschaft allerdings auf Anne Heller, Christine Lüttke und Pierre Marxcourt, die im Verlauf der Winterpause den 1. FFC Turbine Potsdam Richtung Leipzig, TB und VfL Wolfsburg verließen. Ja, ist natürlich schon ein Verlust für uns. Also wie gesagt, es waren 3 Stammspielerinnen, auch unter anderem unser Kapitän Anne Heller. Und das muss man natürlich erstmal kompensieren. Ich denke, es wird nicht einfach werden, aber aus meiner Sicht haben wir auch die Qualität der anderen Spielerinnen dafür, dass wir das schaffen können. Wir haben jetzt ein paar Sachen ausprobiert in den Testspielen. So hundertprozentig haben wir uns noch nicht festgelegt, wer jetzt dann auf welcher Position spielen wird. Aber ich denke, dass wir das hinkriegen und dass wir auch, und das hoffe ich natürlich, auch wieder eine gute Rückrunde spielen. Zuversicht schöpft Thomas Kandler aus dem positiven Verlauf der Hinrunde. Eine Bilanz. Also war natürlich sehr erfreulich vom Gesamtergebnis. Wir haben nur ein Spiel verloren in der Hinrunde. Und auch, sag ich mal, vom Tabellenstand und auch von den Punkten, die wir geholt haben, haben wir es bisher noch nicht geschafft. Also war die beste Hinrunde, die wir jetzt in der zweiten Liga hatten. Und das war natürlich sehr positiv. Wir konnten nicht in jedem Spiel überzeugen, aus meiner Sicht. Auch was das Spielerische anbelangt, haben wir auch einige Spiele knapp gewonnen. Am Ende vielleicht auch ein bisschen glücklich. Und wir hatten auch sehr gute Spiele dabei. Wenn ich an TB denke, auch Leipzig, das erste Spiel war sehr gut aus meiner Sicht. Auch in Kiel, wo wir 3-1 gewonnen haben, da haben wir auch gut Fußball gespielt. Das war schon sehr gut, das hat gepasst. Ja, was vielleicht noch Kritikpunkt war, dass wir nicht immer sicher gestanden haben in der Abwehr. Dass wir auch wieder viele Spiele bei hatten, wo wir dann doch immer mal ein Gegentor bekommen haben. Also da hoffe ich, dass wir da noch stabiler werden. Auch wenn wir jetzt wieder da umstellen müssen, Abwehr durch den Abgang von Christine Lüttke. Mit der Entwicklung seiner Mannschaft ist der Trainer zufrieden. Wohlwissend, dass deren in dieser Saison an den Tag gelegte Stärke nicht von irgendwo herkommt. Also dass das auf jeden Fall eine Rolle spielt. Dass wir jetzt viele Spielerinnen dabei haben, die jetzt schon letztes Jahr dabei waren in der Liga. Und dadurch natürlich auch einen Schritt nach vorne gemacht haben. Ein bisschen abgeklärter spielen im Vergleich zum letzten Jahr. Und dass man dann halt so eine engen Spiele auch mal gewinnt, die wir dann letztes Jahr vielleicht verloren haben oder bloß einen Punkt geholt haben. Also das denke ich schon, dass es auch wieder ein Schritt nach vorne ist. Auch wenn TB souverän an der Tabellenspitze steht, hält Thomas Kandler die Liga für relativ ausgeglichen. Naja, TB hat jetzt 8 Punkte Vorsprung zur Halbserie. Hört sich erstmal ziemlich deutlich an, aber muss man erstmal abwarten. Also ich denke, dass die Liga insgesamt sehr ausgeglichen ist. Und so einen richtigen Favoriten sehe ich jetzt nicht. Also wenn ich jetzt die Spiele betrachte, die wir gegen die anderen Mannschaften hatten, muss ich ehrlich sagen, hat mich jetzt noch keine Mannschaft so spielerisch überzeugt, dass ich sage, das ist jetzt der Kandidat für die erste Liga und die haben es auch dann irgendwo verdient. Die Turbinen wollen in jedem Fall an ihre erfolgreiche Hinrunde anknüpfen. Die nächste Gelegenheit dazu bietet sich am 8. März. Dann wird nämlich, wie heute bekannt gegeben wurde, ihre Partie gegen den 1. FC Lok Leipzig nachgeholt.